Ah, wo ist der Rest von dem Abschaum? Schön flankieren. Mit dem Bogen. Er schubst die Gegend. Er muss hier irgendwo sein. Ich schaue mich mal da drüben um. Pisse. Such da unten. Boah. Schön auf dem Molotow drauf. Den Fall kriege ich nicht mehr wieder. Schön, dass man während so einem hitzigen Feuergefecht auch einfach verschwinden kann und schleichen kann. Wer, der kommt hier hoch? Ich höre nämlich Schritte. What the hell? Fluchte! Die haben mich aufgespürt! Was geht? Schon mach die Sau fertig. Komm einfach her. Nein, komm! Ich wollte ihn gerade eine nocken. Zu viele Idioten. Ich hätte mir aber auch vorher erst heilen sollen. Oh wow, wie kann das denn nicht treffen? Also irgendwie ist da wirklich ein Fluch auf der Waffe. Ein Pixel daneben. Big deal. Komm schon, ich mach eine Grillparty mit dir. Halt doch nochmal so einen Molotow so schön in der Hand. Ich grill mein Würstchen gerne über dein Fleischfeuer. Oh, bist du verletzt? Tut mir aber leid. Wenn er einfach die Dose nimmt und die Energie wird direkt aufgefüllt. Und nicht mal gegessen, nur Dose in die Hand genommen. Der ist gepanzert. Der Typ ist lame. Der wird einen Fall locker ab. Aua! Yeah! Finish him! Boah, von allen Seiten. Gangbang Firefight. Yeah. Ab in die Hölle. Geht doch. Wir hätten ja kein Messer dran machen brauchen. Total unnötig. Also ein paar Schläge mehr bekommen. Hier. 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 Hol mich doch. Guck mal, hier kommt der Axtmörder. Oh. Ja, oh. Der Axtmörder aus jedem Horrorfilm ist Joel. Du bist tot. Nö. Das waren alle. Wo will der hin? Der rennt von dem Axtmörder weg. Ich krieg dich! Ich krieg dich! Ich krieg dich! Gleich hab ich dich! Stirb! Komm, zu den Pferden! Ellie kann hier unmöglich durchgeritten sein. Ohne Mist. Ich hätte die nie im Leben geschafft. Ich rette übrigens Epona. Hm? Legend of Zelda und so. Das ist Epona. Ich spiele doch gleich Eponas Lied. Die Spur geht hier weiter. Die sind wirklich da durchgekommen. Die muss einfach durchgeritten sein. Mutiges kleines Mädchen. Moment, was ist auf der großen Ebene? Ich kann's nicht sein lassen, ich muss gucken. Nichts? Ich weiß nicht, irgendwie machen die Entwickler das extra. Die machen diese riesigen offenen Areale. Es sieht quasi so, als ob es offen wäre. Dabei wollen die... Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Irgendwie
Gleichzeitig ist das offen, aber irgendwie auch nicht. Es gibt einen so das Gefühl, dass man überall hin könnte, aber ist nicht wirklich der Fall. Das Gefühl einer großen Welt. Obwohl man sagen muss, das Spiel ist wirklich riesig. Nicht wirklich Open World, aber riesig. Da willst du nicht drüber springen. Gut, ich gebe dir gleich dein Stück Zucker. Meine Güte. Aber ein launisches Pferd. Ja, bei der Ranch. Unser Pferd. Sie muss da drin sein. Go, go, go. Nicht in den Kopf stoßen. Sieht sicher aus. Okay, können wir irgendwie absteigen? In den Saloon. Ellie? Warte mal. Ist das hier nicht... Ellie? Das ist nicht wirklich... Ne, das kann nicht sein. Oh, Herrgott. Das ist ganz normal. Ich bin hier. Ich halte Wache. Ihr solltet euch mal unterhalten. Ja, das wäre eine gute Idee. Scheiße, oh mein Gott, sauberes Toilettenpapier. Ich gehe kaputt. Riesig hier. Hat Ellie vielleicht früher hier gewohnt? Warum nicht? Die kommt aus einer ganz anderen Gegend. Wirklich sauer ist sie auch nicht auf Joel. Firefly. Wette, das ist ein Name von Entwicklern oder so. Möglich. Sexy. Ich wette, Ellie hat das ganze Essen genommen und futtert die Ration jetzt oben. Und wenn wir da hochkommen, haben wir sie erwischt. Ratte! Terrorratte. Boah, die Terror gemacht. Dann sitzt er wahrscheinlich mit verschmiertem Mund so. Was ist denn los? Hey, Shorty. Ohne Mist, die Ratte, die kam noch gerade von hier aus dem Waschbecken. Hätten die hier in den Ofen stecken müssen. Wohl Strom dürften wir eigentlich nicht haben. The Bash. Hier ist noch einer. Ich sollte mal langsam ein Achievement bekommen. Ich habe schon wirklich ein paar gefunden. Gottes Willen, das ist ein riesiges Gebäude. Das Haus ist gigantonomisch. Ohne Mist, dieses Haus hat total Ähnlichkeit mit dem Haus von Joel. Wenn man so guckt, ungefähr, man ist hier doch rausgekommen und hier irgendwie so lang getapselt. Als ob das Haus irgendwie so gedreht worden ist oder so, weiß ich nicht. Komisch. Kommt mir vielleicht auch nur so vor. Schön, dass alles neben dem Computer da lag. Ich habe wahrscheinlich schon nachrecherchiert. Auf Google oder so. Wie baue ich Bomben? So ein Quatsch. Hat sich Ellie irgendwo versteckt, ist ja Wahnsinn. Das ist ein gigantisches Gebäude. Voll, voll, voll. Wir sollten mal gucken, was wir basteln können. Ja, perfekt. Perfekto. Genau das, was ich von einem Badezimmer erwarte. Okay, hier oben ist die irgendwie nicht, aber hier hinten waren wir noch nicht. Noch ein Badezimmer. Wie viele verfluchte Badezimmer sind denn hier? Mehr Badezimmer als Räume. Haben Sie sich nur darum Sorgen gemacht? Jungs? Filme? Welcher Rock zu welchem Shirt passt? Das ist schräg. Steh auf. Wir gehen. Komm. Und wenn ich nicht will?
Weißt du überhaupt, was dein Leben bedeutet? Hä? Einfach weglaufen, dich selbst in Gefahr bringen? Das ist ziemlich bescheuert. Na, dann sind wir wohl beide voneinander enttäuscht. Was willst du von mir? Gib zu, dass du mich die ganze Zeit loswerden wolltest. Tommy kennt das Gefühl besser als... Vergiss es! Tut mir leid, aber ich vertraue ihm mehr als mir selbst. Hör auf mit dem Scheiß! Wovor hast du solche Angst? Dass ich so ende wie Sam? Ich kann mich nicht infizieren. Ich komme gut zurecht. Wie viele Beinahe-Unfälle hatten wir schon? Na, bis jetzt ist es doch ganz gut gelaufen. Und ab jetzt läuft es noch besser mit Tommy! Weißt du, ich bin nicht Was? Sie. Maria hat mir von Sarah erzählt. Ellie! Du bewegst dich hier auf verdammt dünnem Eis. Es tut mir wirklich leid für dich, Joel. Aber ich habe auch jemanden verloren. Du hast keine Ahnung, was Verlust heißt. Alle, die mir wichtig waren, sind entweder gestorben oder abgehauen. Alle? Außer dir, verdammt! Also sag nicht, dass ich bei jemand anders sicherer bin, denn das macht mir einfach nur noch mehr Angst, verdammt! Du hast recht. Du bist nicht meine Tochter. Und ich bin ganz sicher nicht dein Dad. Und ab jetzt gehen wir getrennte Wege. Lass das jetzt! Wir sind nicht allein! Zwei kommen gerade rein. Und da sind schon welche da. Wow, Ellie ist einfach nur am Boden zerstört. Die sind so lange zusammen gewesen und auf einmal will Joel die loswerden. Das kann nur mit dem Verlust von Sarah zusammenhängen. Wahrscheinlich will er Ellie auch nicht verlieren. Das ist wahrscheinlich ein zu großer Schmerz und auch ein ziemlich großer Schmerz für die ganze Menschheit. Denn sie ist immun. Das könnte das Gegenmittel bedeuten. Aber man hat es schon angesehen. Das ist schon ziemlich geil gemacht. Oh, verdammt. Bullshit, komm her. Ja, 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 ja. Miese Drecksau. Boah, diese Gewalt, ey. Das ist einfach nur herrlich. Puh, aber ich wette darauf. Das, was ich gerade gesagt habe, müsste stimmen. Er will einfach nicht dafür verantwortlich sein, dass er daran schuld ist. Wow. Wird das gezündet, dass Ellie stirbt? Das war noch nicht alles. Oh, ich habe überhaupt keine Munition mehr. Jagdgewehr, gut. Und wahrscheinlich noch Pistolenmunition. Ja, Shorty ist eine tolle Sache. Rechts. Wohnzimmer rechts. Links hier im Wohnzimmer. Der Typ, verdammt. Du hast keine Chance. Unglaublich, in jedem Kampf, in jeder Begegnung fühlt man einfach alles. Ah, der kommt von da. Zieh die Beine weg mit der Shotgun. Geht doch. Da, hattest du mal ein Bein. Wo verschwindet der, dieses Körperteil-Dingens eigentlich? Auch genannt Fuß. Platz das einfach in 1000 Stücke, weil ich sie es denn nirgendwo rumliegen. Okay, alles sauber. Ständig haben die getötet, 100 pro. Doch nicht, okay. Alles klar.
Brauchst du Hilfe? Geht schon. Na los. Das ist es. Heute machen wir einen Kinoabend. Wo ist dieses Labor? Am anderen Ende. Universität von Ost-Colorado. Die Bighorns. Ellie, runter vom Pferd. Gib es bitte Tommy. Ich würde es gern behalten, wenn es dir recht ist. Na los, ich sage es nicht nochmal. Was hast du vor? Naja, deine Frau macht mir Angst. Ich will nicht, dass sie wütend wird. Tut mir leid, dass ich das Pferd gestohlen habe. Hey, komm mit zurück und lass uns noch mal drüber reden. Ja, du kennst mich. Ich bin ein sturer Bock. Universität von Ost-Colorado. Und wie finde ich dieses Labor? Im Forschungstrakt. Sieht aus wie ein großer Spiegel. Könntest nicht verfehlen. Pass gut auf deine Frau auf. Du bist immer willkommen, okay? Alles klar? Alles klar. Adios, kleiner Bruder. Na los. Wow. Und wenn man die 10 Yards schafft, ist wieder erster Angriff? First down, genau. Mann, wie kompliziert. Man muss es nur ein paar Mal spielen, dann weiß man das.